Ich wurde zur Fahndung ausgeschrieben, ich wurde an der Grenze festgehalten, zweimal sogar. Die Polizei war bei meinem Hausmeister, die Polizei war bei dem Fernsehsender, für den ich damals gearbeitet habe, einen russischen. Und wer steckte hinter all dem? Wem habe ich all das faktisch zu verdanken? Dem Westdeutschen Rundfunk. Und damit auch Ihnen oder euch, liebe Zuschauer, denn eure Gebührengelder waren so im Einsatz, die Demokratieabgabe, wie sich das nennt, die führte zu diesen Polizeieinsätzen, die ich persönlich als Schikane und als Psychoterror wahrgenommen habe. Und woher weiß ich das jetzt alles? Aus meiner Akte. Ich habe nämlich meine 300 Seiten dicke Akte bekommen. Müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen. Was war da los? Bei mir war plötzlich beim Hausmeister in Berlin die Polizei, hat den nach mir ausgefragt vor fast, ja, 2 Jahre ist es noch nicht, der 1,5 Jahren. Ich bin dann am Flughafen bei der Ausreise festgehalten worden, durfte dann nach einer ausgiebigen Befragung ausreisen. Das gleiche bei der Rückreise, das war im Mai 2021 und da sagte man mir, dass gegen mich ermittelt werde, die Polizisten, wegen Verleumdung. Mehr wusste ich nicht. War dann ein halbes Jahr in völliger Unkenntnis dessen, was da ermittelt wird, weswegen. Also ist für den Seelenfrieden nicht das Schönste, wenn Sie wissen, da war die Polizei schon da, sie wurden an der Grenze festgehalten, aber sie erfahren nichts. Dann kam im Januar letzten Jahres, also jetzt vor fast einem Jahr, ein Anhörungsbogen von der Polizei, dass gegen mich ein Ermittlungsverfahren laufe wegen Verleumdung. Hat mein Anwalt hingeschrieben, hat geschrieben, schicken Sie uns doch bitte die Akten oder geben Sie uns Akteneinsicht, dann passierte wiederum fast ein Jahr nichts. Erst jetzt, im Dezember, bekam mein Anwalt dann von der Staatsanwaltschaft die Mitteilung, dass das Ganze eingestellt wurde. Also wie lange war ich da jetzt? 1,5 Jahre mit diesem Damoklesschwert der Ermittlungen über mir. Inzwischen gab es ja noch weitere Ermittlungen, die jetzt auch eingestellt wurden. Aber 1,5 Jahre wusste ich von nichts und meine erste Reaktion war jetzt Gott sei Dank vorbei, aus, Schluss, Ende. Aber mein Anwalt, der an dieser Stelle ganz lobend erwähnt sei und dem auch gedankt sei, Nathan Gelbert, genialer Anwalt, super Mann, menschlich und fachlich in Berlin, der meinte dann, ich solle doch nachträglich noch Akteneinsicht beantragen. Das habe ich dann auch gemacht und dann bekam er diese 300 Seiten. Ich bin aus allen Wolken gefallen, also ich habe es gestern bekommen, war da wirklich erstmal unter Schock, stellte sich heraus, der Westdeutsche Rundfunk hat mich angezeigt und nicht mal selber, sondern man hat eine Anwaltskanzlei damit beauftragt. Ellenlanges Schreiben, die haben dann sogar ein Gutachten erstellen lassen mit eurem Geld, dem Geld vom Gebührenzahler, wie sich ein Tweet verbreitet hat. Was war der Anlass für die ganze Geschichte? Ein Artikel von mir im Oktober 2020 ging es darum, eine Demonstration. Und auf dieser Demonstration waren 2 Demonstranten, die, was taten sie tatsächlich, 2 WDR-Mitarbeitern ähnlich sahen. Und deswegen gab es im Internet und in den sozialen Netzwerken Berichte, wo es hieß, was falsch ist, sage ich vorher dazu, dass da 2 WDR-Mitarbeiter sich als Reichsbürger verkleidet hätten und auf die Demo gegangen sind. Ich habe darüber berichtet und dieser Bericht, auch in Augen von meinem Anwalt, völlig astrein. Ich habe geschrieben, es gibt diesen Verdacht im Internet, ich glaube das nicht und es gibt oft solche Verdächte und da muss man immer vorsichtig sein. Und hier gibt es auch einen Punkt, wo die sich nicht ähnlich sehen. Also ganz astrein habe ich darüber berichtet. Und noch am gleichen Tag haben sich die beiden Demonstranten bei mir gemeldet, haben gesagt, das waren wir zwei, wir sind überhaupt keine Reichsmitarbeiter von dem WDR. Wir sind das Russen, witzigerweise. Und ich habe dann groß die Geschichte gemacht, der vermeintliche Verdacht hat sich also in Luft aufgelöst, quasi ein Alibi für den WDR. Ich habe das geschafft, was der WDR mit euren Gebührenmilliarden und mit tausenden Mitarbeitern nicht geschafft
hat. Ich habe das Ganze aufgeklärt und habe den WDR entlastet. Also eigentlich hätte er sich bei mir bedanken müssen. Was macht man stattdessen? Anzeige. Da steht sogar drin. Also die wussten das sogar, dass ich sie dann entlastet habe. Die Anzeige haben sie trotzdem gemacht gegen mich und noch diverse andere. Was ist jetzt normal bei so einer Anzeige? Dann bekommt man Post von der Polizei und erfährt das. Bei mir haben sie aber meine Adresse nicht rausbekommen. Ich hatte oder seit vielen Jahren in Berlin immer eine Auskunftssperre, dass nicht jeder Beliebige meine Adresse bekommt, aber Behörden bekommen die. Ja, bei mir haben sie das offenbar nicht geschafft. Warum auch immer, mein Verdacht, Behördenversagen oder Schikane. Und was machte man dann? Obwohl ich in Berlin wohne, ganz normal, jeden Tag zu Hause bin, dreimal in der Woche in der Bundespressekonferenz bin, live übertragen, obwohl die Pressestelle der Berliner Polizei mich kennt, obwohl mich jeder anrufen kann, mein Impressum, die Adresse auf der Seite steht, ist auch alles drin in den Polizeiunterlagen. Aber was macht man? Trotzdem, man schreibt nicht an die Adresse, die im Impressum steht, man ruft auch nicht an bei meiner Telefonnummer, die man auch hatte, wie ich in den Akten sehe, auch wieder über Anfrage bei den Providern. Nein, man schreibt mich zur Fahndung aus, habe das drinnen, werde dann auch eine Kopie veröffentlichen, wenn mein Anwalt das erlaubt. Ich werde zur Fahndung ausgeschrieben und man schickt Polizisten zu meinem Hausmeister, damit auch das ganze Haus erfährt, dass da gegen den Reitschuster ermittelt wird. Ich werde an der Grenze aufgehalten, zweimal. Und das zu einem Zeitpunkt, wie ich aus den Unterlagen sehe, wo die meine Adresse sogar schon aus dem Zentralregister dann hatten. Also da hatten sie die endgültig. Es ist phänomenal. Wirklich phänomenal. Da kommt dann sogar der Name von meiner Frau vor in den Unterlagen. Ich sichte die jetzt noch, das sind 300 Seiten, aber das war wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Also unglaublich. Und viele, viele Rätsel. Es ist zum Beispiel einer drinnen in den Unterlagen, gegen den auch ermittelt wird, wegen eines Tweets, den er dazu gemacht hat, den kenne ich, der ist mit vollem Namen, mit Bild da und den kann man mit einer Suche in Google, hätte man den ermitteln können, da heißt es aber, der konnte nicht ermittelt werden und Punkt. Also bei jemand wie Reitschuster, der leicht zu finden ist, da macht man Fahndungen, da schickt man die Polizei hin, der wird an der Grenze festgehalten und bei jemand anderem, der offenbar nicht so interessant ist, obwohl der wirklich mit 10 Sekunden eintippen und einer Entersuche zu finden gewesen wäre, da sagt man, naja, den können wir ja nicht kriegen. So viel zum Thema, vor dem Gesetz sind alle gleich. Also in meinen Augen wirklich phänomenal, dass die Gebühren dafür eingesetzt werden, dass hier kritische Journalisten, die Konkurrenz des WDR, dass die eingeschüchtert werden und in meinen Augen terrorisiert. Anders kann ich das nicht nennen. Und naja, das ist sicher ein Zufall, dass das die Kölner Polizei dann alles so macht, die ja am Dienstsitz des WDR ist. Die Berliner, in diesem Fall muss ich ausnahmsweise mal in Schutz nehmen, die haben damit eigentlich nichts zu tun. Die bekamen dann das Strafverfahren und die Berliner haben es eingestellt. Zwar viel zu spät in meinen Augen, aber immerhin steht auch da glasklar drin in der Einstellung, der Reitschuster hat nichts Böses gemacht, der hat nichts da absichtlich verbreitet, was nicht zutraf. Also unglaublich, anderthalb Jahre wird man da also wie ein Schwerverbrecher im Unklaren gehalten, zur Fahndung ausgeschrieben und all das wird gemacht und das im besten Deutschland aller Zeiten. Leser hat mir geschrieben, sagen Sie das nicht immer, aber in dem Fall muss ich es als Kontrast einfach sagen, weil meine erste Assoziation, mein erster Gedanke, der war Zersetzung. Ersetzung ist an den Stasi-Hochschulen gelehrt worden und nannte man die psychische Terrorisierung von Menschen, die gegen die Regierung waren. Nochmal, das kann alles unglücklich, können alles unglückliche Umstände sein, kann alles Versagen sein, eine Verkettung unglücklicher Umstände, aber so viele und so heftig. Wahnsinn. Ja, wenn es nur eine Verkettung unglücklicher Umstände wäre, dann würde ich davon ausgehen, dass jetzt die Medien darüber berichten würden, dass die Opposition im Bundestag, im nordrhein-westfälischen Landtag das zum Thema machen würde
Und ich habe gestern auf meiner Seite schon darüber geschrieben, Reaktion null, zero, niente, nichts, Omerta, Gesetz des Schweigens. Jetzt stellt euch mal vor, das Ganze wäre in Polen passiert oder in Ungarn. Oh, wir würden massiv darüber lesen, wie in einem Bericht, wo ich gelesen habe, ich glaube, Bulgarien war es, da werden kritische Journalisten nicht mehr zur Pressekonferenz zugelassen in Bulgarien. Ich glaube, es war Bulgarien, kann nichts sagen, dass der Eidschuster aus der Bundespressekonferenz geschmissen wird unter unglaublichen, also unter hanebüchenden Vorwänden. Das ist kein Thema bei Twitter. Da hat der Elon Musk jetzt, ich glaube, fünf, sechs Journalisten und einen Doxer gesperrt. Die haben seinen Aufenthaltsort immer öffentlich gemacht, was sicherheitsrelevant ist. Der Sohn von ihm wurde verfolgt, deswegen wenige Tage, dann hat es wieder aufgehoben. Zeter und Mordio in der Republik, die EU schaltet sich ein, der Deutsche Journalistenverband macht sich Sorgen um die Pressefreiheit, die Medien überall. Ansonsten, dass ich viele Kollegen, ganz viele kritische Kollegen ständig damit zu tun haben, dass die kritischen Kollegen aus der Bundespressekonferenz entweder ausgeschlossen werden, wie ich, andere nicht zugelassen werden und dergleichen. Alles kein Thema. Alles wird verschwiegen. Ja, mir fällt nur Karl Liebermann ein. Man kann nicht so viel essen, wie man kotzen möchte. Sorry, dass ich das so kurz vor Weihnachten noch bringe. Und eine gute Bekannte hat mir geschrieben, hat geschrieben, gehen Sie dagegen vor, verklagen Sie die, machen Sie Dienstaufsichtsbeschwerden. Und das überlege ich mir jetzt wirklich, das werde ich auch mit meinem Anwalt nochmal besprechen, ob man das machen kann, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, weil wenn wir das machen, kostet es auch wieder Geld, aber Ausgaben haben wir genügend. Freue ich mich um jede Unterstützung, aber nur von denen, die es haben, als Weihnachtsgeschenk zur Unterstützung sozusagen. Das wäre riesig, aber auch moralische Unterstützung. Macht das bitte bekannt, das müssen Menschen erfahren, weil man kann ja auch eine andere Meinung haben. Man kann ja sagen, ich bin mit dem Reitschuster überhaupt nicht einverstanden, was Corona angeht. Ich bin überhaupt nicht einverstanden, was Migration angeht. Ist doch alles okay bei Russland. Auch ganz viele nicht einverstanden. Ist doch okay, gehört doch dazu zu einer Demokratie. Ist doch völlig, muss so sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber ein aufrechter Demokrat, jemand, der das Herz am rechten Fleck hat, der muss sich dafür einsetzen, dass Menschen mit anderer Meinung nicht terrorisiert werden, dass der Staat nicht so mit ihnen umgeht und dass sie nicht zensiert werden. Deshalb bitte teilen, weil ich glaube, es gibt viele Menschen im Land, die das Herz am rechten Fleck haben, aber einfach zu wenig Informationen haben. Vielleicht ist diese Geschichte ja zumindest dahingehend richtig, dass sie noch einmal zeigt, Leuten, die noch naiv sind, was bei uns alles passiert. Ja, das war's für heute. Hier wieder eins von diesen neuen T-Shirts bzw. Sweatern in diesem Fall. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Meine Unterstützer, die diesen tollen Shop machen, Shop machen. Ja, vor lauter Aufregung komme ich schon in Ausspracheschwierigkeiten. Die haben jetzt einige Lieblingssprüche von mir auf die Textilien drucken lassen. Die haben ganz tolle Produkte bis hin zu Tassen und zu Cappies. Das als kleine Werbeeinlage, aber dafür bekomme ich keine GEZ-Gebühren und keine Steuermillionen. Und die Unterstützer, die das wirklich mit viel Herzblut machen, die sollen ja auch von etwas leben. Vielen Dank. Und Weihnachtsvideo kommt morgen. Ich schaue jetzt diese 300 Seiten nochmal über Weihnachten ausführlich an, auch wenn es wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und dann werde ich auf meiner Seite auch nochmal darüber berichten. Vielen Dank fürs Reinschauen. Abonnieren, Like dalassen, vorbeischauen. Ich habe auch noch drei tolle Interviews jetzt im Petto. Die werden jetzt relativ kurzfristig kommen über die Weihnachtsfeiertage. Ganz tolle Interviews. Alles Gute. Bis dann. Ich gratuliere euch noch nicht. Ich mache noch ein extra Weihnachtsvideo. Alles Gute. Danke. Ciao. Reitschuster.de